Hallihallo, jetzt nochmal ein Video zum Thema Ich werbe für Gotham City Impostos, weil mir zugetragen wurde, dass ich wohl nicht ganz so positiv über das Spiel an sich geredet habe. Das war wohl ein Missverständnis. Ich versuche das Spiel möglichst, ja, auch ein bisschen kritisch zu reden, zu präsentieren. Einfach, damit man halt so ein bisschen alle Teile von dem Spiel sieht, hört und weiß, worauf man sich einlässt. Deswegen wäre es momentan vielleicht ein bisschen ungünstig gewesen. So, ihr seht gerade ein neues Gadget, das ich freigeschaltet habe. Das da. Da kann ich nämlich Gegner durch Wände markieren und sie sozusagen sichtbar machen. Und das ist schon ein bisschen unfair, weil die laufen dann so hier rum. Was ich aber eigentlich tun wollte. Neben nicht treffen. Ich wollte mal ein Video machen, wo es nur um die positiven Aspekte des Spiels geht. Und das ist eigentlich ganz schön einfach. Weil es ist halt ein Casual-Spiel. Es ist mal so für zwischendurch, eine Runde, schön, da macht Spaß, dann ist aber auch wieder gut. Mehr braucht man davon eigentlich nicht. Halt mal zum Entspannen, schön chillig. Schade, Ding ist das. Kill. Und zwar habe ich da Nummer 1, meine Tür hat nämlich gerade rumgequatscht. Nummer 1 ist auf jeden Fall. Haha, Spannung, 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 Spannung. Der Humor. Das Spiel nimmt es halt wirklich so überhaupt nicht ernst. Und das ist einfach das Geilste eigentlich im ganzen Spiel. Das ist so super, wie es sich halt nicht ernst nimmt. Die ganzen Sprüche und so. You drop like a sack of puppies. Cute. Measure this back. Looks like size 10.5. Funny bunny. A hero laughs last. Ha! How does it feel, punk? Now you know what a hero looks like. Ja, Nummer 1, Humor. Nummer 2, die Spawnpunkte, die ihr gleich sehen werdet. Ich spawne nämlich nicht mitten in den Gegnern, so wie bei Battlefield 3 und Modern Warfare 3. Ach ja, ich benutze die mal. Sondern ich spawne bei meinen Leuten und ein bisschen abseits. Das muss einfach sein. Oh, ich habe jemanden abgeworfen. So, Nummer 3, die Gadgets. Hier, was ich jetzt zum Beispiel habe, das da. Das bringt einfach eine enorme Abwechslung rein. Das ist ein bisschen. Ja, es ist eigentlich ganz gut ausbalanciert, weil es gibt zu jedem Gadget eine Gegenmaßnahme. Es ist nie so, dass irgendwas übermächtig ist. Das ist übelst geil, hier die Gegner. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen muss, haha, ohne das kannst du nicht gewinnen. Man kann auch ohne das gewinnen. Oder gegen das. Dann die offenen Level und das, diese. Ja, doch wieder sinnvollen Grenzen, weil da hoch zum Beispiel auf die Kirche kommt man nicht drauf. Da gibt es einfach eine unsichtbare Mauer, weil es ist einfach zu hoch, das wäre zu abseits, zu camperlastig. Und das haben sie einfach zugemacht. Und, aber sonst kannst du eigentlich schon an ziemlich viele Stellen, das ist einfach nur übelst geil gemacht, finde ich. Ich finde das total super, dass man halt schon relativ weit kommt, aber nicht unendlich weit sich da chillen kann und sozusagen campen kann. Sondern dass es halt im sinnvollen Rahmen offene Level sind. So, wir haben schon die ersten drei Sachen, also Humor, weil das ist einfach zu lustig, was da einfach für ein Haufen Scheiß kommt. Das schneide ich dann noch rein, das wird super, was da für Sprüche kommen. Spawnpunkte sind einfach mal nett gemacht, du bist nicht ewig weiter am Arsch der Welt. Sondern, warum das immer noch so laut ist. Also, du bist nicht ewig weit am Arsch der Welt, sondern halt in deinem Team, aber trotzdem so, dass es gleich wieder losgeht, aber du bist halt nicht so, du siehst direkt, nicht direkt einen Gegner, du läufst halt schon mal um zwei Ecken oder um drei, bis du einen Gegner siehst. Das ist vollkommen in Ordnung, reicht doch. So, die Gadgets, die halt wirklich, wo ich am liebsten alle gleichzeitig hätte. Hier Roller Skates, diese Googles, was ich gerade gezeigt habe, oder diese Haken, mit denen man sich auch teilweise irgendwie Gegner ranholen kann, wie ich es bemerkt habe, wenn man die Gegner wirklich mit dem Haken trifft und solche Sachen. Ja, dann die Spielgeschwindigkeit an sich. Die ist cool, schnell, zwischendurch, Sommer, yeah, im Match. Aber es ist nicht hektisch. Es wird nie super hektisch. Es ist immer so, es ist zwar schon so irgendwie, verdammt, hier ist der, kommt einer, verdammt, da schon wieder einer und da schon wieder. Aber es ist nicht so, ich habe keinen Überblick mehr.
ist immer noch, du hast noch einen gewissen Überblick. Es ist einfach nett. Und dadurch auch diese gewisse Skill. Also du, es macht schon einen Unterschied, ob du auf den Kopf ziehst oder einfach nur auf die Beine, auf die Arme oder so. Es ist schon, ja, es macht Sinn. Es ist alles schön. Es ist nichts, wo ich dran zu meckern habe. Es ist einfach, ja, fühlt sich gut an. So, ja, und dann sind wir schon bei Nummer 6 angekommen. Das Setting, das ist einfach einmalig. Weil quasi Clowns gegen andere Clowns, bam, 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 mit Waffen aufeinander bratzen, das ist, er wollte das nicht schon mal jeder machen, das ist so, früher bist du rausgegangen in die Heide und hast Räuber und Gendarm gespielt und jetzt halt hier sowas, das ist einfach unglaublich lustig, das macht Spaß, das ist, yay, fühlt sich auch gut an, das ganze Spiel ist so wirklich, boah, fühlt sich gut an, macht Spaß, ist zwar nur ein Multiplayer-Spiel, hat keinen Singleplayer, aber ist schön. Ja, Level 7, sage ich schon. Nummer 7. Ja, relativ kurze Einarbeitung. Jeder, der irgendwann einen Shooter gespielt hat, irgendwie Call of Duty oder so, der braucht das Tutorial fast nicht benutzen. Das Tutorial, das sagt dir nichts über das Spiel an sich, sondern nur über die Zusatzsachen hier, wie ich gerade, die Skates und so, wie man die benutzt. Was anderes sagt dir nicht. Alles andere lässt es einfach dich im Dunkeln, du sollst es selber rausfinden, sozusagen. Finde ich super. Safeguard Teammate, schön. Also es ist einfach, ja, Shooter. Gib's mir in die Hand und bratz drauf. Los geht's. Und wieder ein Kill. Yeah. Schon 2 Kills. Ja. Dann die Freischaltungsvarianten. Es gibt zwar genauso Freischaltungen wie bei den anderen Spielen auch. Aber die Varianten, wie du es freischaltest, finde ich halt viel besser gemacht. Du kriegst nicht irgendwas Bestimmtes freigeschalten, sondern du kannst es hier sozusagen aussuchen. Weil du kriegst ein Key, mit dem du Sachen freischalten kannst. Und das ist einfach mal viel, viel besser, als, yeah, du kriegst diese Waffe. Weil, aber das ist keine Waffe übermächtig, keine Waffe, kann man sich nicht beschweren, ich krieg die Waffe erst ganz spät am Ende. Das ist total scheiße. Nee, weil du kannst ja die beste Waffe von Anfang an freischalten, wo du meinst, dass es die beste ist. Deswegen finde ich das ist einfach eine super Variante. So, du kriegst alle 5, 6 Level halt so ein Key, mit dem kannst du dir was freischalten. So, das ist einfach, ja, die Achievements, die motivieren schon ziemlich, wie es schon oben gerade eingeblendet, immer links oben kommen die Achievements eingeblendet. Wenn ich irgendwie was erreiche oder kurz davor bin oder irgendwie einen bestimmten Fortschrittsteil erreicht habe. So, dann, ja, wir sind nur, haben noch ein paar Sachen vor uns, also Nummer 9 und 10 haben wir noch vor uns. Nummer 9! Support vom Entwickler, der ist einfach schön. Weil am Anfang gab es übelste Probleme mit Matchmaking, haben sich alle total beschwert, total aufgeregt in den Foren, die waren voll davon. Ja, was macht der Entwickler? Der schmeißt einfach mal ein DLC raus, ein kostenloses, mit einer neuen Map, mit einem neuen Kostüm, mit, ja, ich glaube, neuen Waffen auch. Und überarbeitet, das ist ein Gigabyte-Patch im Prinzip gewesen, und überarbeitet mal eben das komplette Matchmaking schon ziemlich grundlegend. Ja, so soll es weitergehen, würde ich sagen. Und dann haben wir noch den letzten Punkt, Nummer 10. Also ich mache gerade 10 Dinge sozusagen, die ich an dem Spiel total geil finde oder die mich einfach positiv stimmen, das Spiel zu spielen, dass es Spaß macht. Und zwar Nummer 10 ist dann, man glaubt oder nicht, der Preis. Das kostet bei Steam 15 Euro. Was will ich denn mehr für 15 Euro? Hallo, das sind 15 Euro. Ich spiele jetzt schon deutlich über 15 Stunden. Ja, das ist, ja, ach so, 15 Euro kostet es bei Steam momentan im Frühlingsverkauf bei Origin allerdings nur 7,50 Euro. Also wer jetzt schnell zuschlägt, kriegt es für einen halben Preis. Mit DLC und allem drum und dran. Was einfach mal, ja, preis-leistungsmäßig top ist. Ach. Ninja always get their play. Deswegen, ganz schnell zugreifen, los geht's, jetzt, schnell, sofort, und dann könnt ihr auch mal mit mir spielen, mich adden von mir aus, wenn ihr so unbedingt wollt. Mir ist ja eigentlich egal. Ja, fügt mich hinzu. Macht mit mir, was ihr wollt. Nein, macht er nicht. Also, fügt mich hinzu, können wir auch mal zusammenspielen. Vielleicht gibt es mal ein Community-Zocken, dann kann ich auch ein Video dabei drehen. Das ist natürlich übelst cool, auch wenn ich das Party-System noch nicht ganz verstanden habe. Aber es gibt ein Party-System, von daher, lasst uns einfach mal ausprobieren. Dann kann ich auch wieder dazu was schreiben.
Ja, das ist eigentlich so mein 10 Dinge, die ich an dem Spiel mag. Ich finde es einfach, ja, ist ein Spiel, was man lieben muss. Also, Nummer 1, Humor. Da hier zum Beispiel meine ich da auch die Calling Card hier, Go Sit in Your Hole, die Catchphrases, die sind einfach so göttlich. Don't fall the assault, yeah, oder Above and Beyond. Also das ist einfach lustig. Dann Spawnpunkte, Gadgets, die offenen Level und dann doch irgendwie die sinnvolle Begrenzung. Die Spielgeschwindigkeit und damit verbundene schon irgendwie doch Skill und Aim und ja. Aber doch nicht auf so einem Niveau, dass man das nicht für zwischendurch spielen kann. Du musst nicht jahrelang üben, um gut zu sein, sondern du musst halt dich mal 2 Stunden einspielen und dann geht das. Dann das Setting, weil es einfach was anderes ist, ist nicht dieses blöde Modern Warfare. Dann die kurze Einarbeitung, weil ein Shooter, jeder, der schon mal einen Shooter gespielt hat, kommt damit zurecht. Die Freischaltungspolitik, ich finde es einfach besser, wenn man sagt, hier, du kannst den Gadget freischalten, such dir eins aus. Der Support vom Entwickler, dass da noch gepatcht wird, überarbeitet wird, alles drum und dran. Der Preis. Achso, und eigentlich sozusagen 11. Die Shop-Items. Es gibt bei Steam einen Shop dafür, da kannst du Sachen kaufen, aber das sind nur optische Sachen. Also du kannst dir irgendwelche kleinen Begleiter kaufen, du kannst dir Münzen für die Kostüme kaufen und so einen Scheiß und sonst halt nichts. Alles, was so spielrelevant ist, musst du dir erspielen. So, deswegen, bitte kauf das Spiel, das ist eine Kaufempfehlung. Kauft es einfach und genießt es, genauso wie ich. Am besten mit mir. Und dann würde ich sagen, bis bald und habt viel Spaß. Servus. Schönen Sonntag noch.